10 Jahre, das war im Jahr 2001. Wenn ich mich da richtig erinnere, muss das ungefähr im Jahr 2001 gewesen sein, als wir zu zweit, der Oliver und ich, ein dynamisches Duo-Konzert spielen wollten und nur Bon Jovi-Songs spielen wollten. Und aus irgendeinem Grund haben sich dann damals da noch verschiedene andere Personen dazugesellt. Das war der erste Bounce-Auftritt. Ich glaube, das war gar nicht mal unbedingt Absicht, dass wir da eine Bon Jovi-Coverband gegründet haben. Ich glaube, ich hatte bei diesem Auftritt eine peinliche Verkleidung an und ich fürchte, ich bin in Langhaarperücke, so im 80er-Jahresstil aufgetreten. Dementsprechend schwach fiel auch die erste Namensgebung aus. Also wir haben ja die Band damals Bon Jovi Revival Band genannt. Das ist Bounce. Haben wir geändert. Bounce ist für mich Urlaub. Wir haben einfach die Situation, dass wir 6 Leute sind, 5 Musiker und ein Techniker. Und jeder mit jedem kann, jeder jeden respektiert und jeder jedem zuhört. Guck mal hier, Jojo, jetzt hier mal. Guck mal, ne? Geht doch mal chillen, kommt mal runter. Leck mich! Ich weiß nicht, was du willst. Stell das scheiß Telefon ab, sonst reiß ich dir die Eier ab! Das benutzt kein Mensch, Alter! Da sind 5 Typen, die, wie sie eigentlich unterschiedlicher nicht sein können, und trotzdem hat man irgendwie so einen gewissen Konsens. Ich glaube, das ist etwas, was es ganz, ganz selten gibt. Das habe ich persönlich vorher auch nie so erlebt. Es ist eine wundervolle Dokumentation, die zeigt, wie ein gutes Team funktionieren kann. Bounce bedeutet, mindestens 35 Mal im Jahr unausgeschlafen zu sein. Ich weiß gar nicht, was die alle meckern. 3 Stunden sind viel zu viel. Also sind gut. Eine gute Menge an Schlaf. Stau und irgendwas. Irgendwie diese Unterführung da. Er ist an mir kollabiert. Komplett nass geschwitzt und abgekämpft. Davor wahrscheinlich ein paar 100 Kilometer Bus gefahren zu sein. Im Bus gibt es gewisse traditionelle Dinge, sage ich mal. Also, dass grundsätzlich hinten alle ihre Laptops aufklappen. Auch schöne Aussicht, weiß man bei uns zu würdigen. Und dann natürlich absolute Klassiker wie die Bravo-Lesung. Okay, Leute, macht euch schon mal auf was gefasst. Und Stevie sich einen Film reinzieht und sich direkt mit den Kopfhörern abschaltet, um nicht unser Gesabbel mitkriegen zu müssen. Ich beginne zunächst mit dem Spruch der Woche. Ich bin so gespannt. Der Spruch der Woche. Also eine meiner doch Lieblingsanekdoten, an die ich mich jetzt auch spontan erinnern kann, wäre die Entengeschichte. Da gab es im Hotel so schöne gelbe Gummienten zum Mitnehmen. Lass das mal ernst. Ich folge der Ente. Follow the dog. Und der Olli hat mit seiner dann ziemlich unterhaltsam im Bus agiert. Spider-Ente, 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 Gravitationsente, Gravitationsüberlistungsente. Die hat einen Antipol entwickelt. Und zwar. Und so ist die Möglichkeit gefunden, an Decken zu gehen und nicht mehr zum Boden zu kommen. Egal wie hoch sie versucht zu springen, sie kommt nicht mehr runter auf den Boden. Sie ist die Antigravitationsente. Also auf Bounce-Busfahrten gibt es natürlich verschiedene Rituale, um die Fahrt für uns so angenehm und kurzweilig wie möglich zu machen. Absolutes Highlight ist natürlich, wenn Jens uns aus der Bravo vorliest. Das kann er wie kein zweiter. Meine lieben Freunde, liebe Leute. Wobei, wenn Jens dann vorliest, es weniger um den Inhalt geht, als um die Art, wie er es vorliest. Und ich beginne wie immer mit dem Spruch der Woche. Ich habe die Bravo übrigens gestern schon privat gekauft, weil ich wusste, dass der Fahrer die Tankstelle ignoriert. So. Meine Tochter ist in der 2. Klasse. Sie liest flüssiger. Warum liegt denn die Miami Mami unmittelbar am Boden? Ey, das ist voll scheiße. In dieser Woche. Federschmuck.
Tja, bin ich der Einzige, der Bus fährt. Bounce, wir erfüllen Kinderträume. Olli wollte schon immer mal Busfahrer werden. Wie ist dein Brummifahrername, der auf deinem Nummernschild noch steht? Horst! Danke. Wie viele Stunden hast du heute schon abgerissen? 40, heute schon 40! Achso, korrekt. Der Tom ist der beste Fahrer, den man sich in einer Band wünschen kann. Guten Tag. Ich kann jetzt nicht. Ich bin im Ankunftsstress. Starten! Da ist er völlig konkurrenzlos. Was hatten wir denn noch? Kann man immer hinten drin sitzen, sich zurücklehnen und darauf verlassen, dass da alles 100% passt. Beeindruckend. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die lustigsten Szenen im Bus für das Publikum hier geeignet sind. Highlight war sicherlich, als dann 6 Erwachsene meinten, sie müssten Kofferpacken spielen. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit meine Notrufsäule. Mein Klickler-Klapper-Laptop. Ein Kilo Hack. Meine Kotztüte. Kotztüte. Der Bling-Bling-Bär. Meinen unheimlich hässlichen Zebra-Schlagzeugteppich. Eine Herrenhandtasche. Ein Tritra-Trullermann. Ein Halbton. Mein Tritra-Trullermann. Eine Synkope. Schwimmende Kuh. Ein V8-Blockmotor. Und meine Mission Impossible Maske. Ja, Jens ist einfach der Chef des Ganzen irgendwie. Der Jeans hat für mich ein für mich völlig unverständliches Talent. Das bewegt sich in Sphären. Ganz komisches Bild. Die ich nicht mal mehr theoretisch nachvollziehen kann. Auch sehr lustig an Jens ist einfach, wenn er sich seinen Schallschutzkopfhörer ungünstig im Gesicht positioniert und dann so ein bisschen aussieht wie so eine gequetschte Kartoffel. Ich weiß, dass das schon sehr lange ein Traum von Jens war, mal in so einem Kinosaal zu spielen. Ich wollte mit Bounce immer einmal in einem Kino spielen. Jedes Mal, wenn ich hier in Wuppertal auch im Cinemax gesessen habe und mir einen Film angeguckt habe. Da unten kann man auf jeden Fall irgendwas aufbauen und das wäre echt mal was Besonderes, hier zu spielen. Ey, Rogue, was hältst du eigentlich davon, wenn wir hier mal spielen? Ich würde mich da jetzt auch nicht verweigern. AJ, muss das sein? Dann haben wir das Gespräch gesucht mit dem Kinodirektor. Wir haben da mal eine Frage. Ich hatte eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass da irgendwie eine positive Antwort kommt. Muss das sein? Es war echt unglaublich. Als wir dann Kontakt zu dem Detlef Bell hier hatten. Tachchen, Sir. Wie aufgeschlossen der gegenüber unserer Idee war und welche Ideen er mit eingebracht hat. Elf. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Ich dachte, so ein Direktor von so einer Firma. Elfte. Ich meine, der hat uns ja die Show gestohlen quasi. Wer seid ihr denn überhaupt? Das war einfach gigantisch. Ich weiß nicht, welche Drogen Olli nimmt. Ich hätte die auch gerne. Ich möchte meine Gefühle zum Ausdruck bringen. Und dann haben sie ihn abgeholt. Ein 7-Jähriger gefangen im Körper eines 30-Jährigen. Entschuldigung, ich muss kurz einen Tanz ausführen. Der kann das nicht. Okay. Mach die Krabbe. Ich bin der Speerbär. Der Typ ist permanent unter Strom und verbreitet unfassbar viel positive Energie.
So, ihr seht nun den optimalen Milchburger. Hä? Und deswegen gilt es nun, den erhöhten Milchanteil in vollen Zügen zu genießen. Wusstest du eigentlich noch, wie gut die schmeckt? Nein, mein lieber Jens, ich hatte es ganz vergessen. Ich liebe diesen Humor. Im April diesen Jahres sind wir in die Schweiz gefahren. Der Schweiz-Auftritt, ja, ich kann mich dran erinnern. Wir haben eigentlich sofort hier gesagt, als wir uns die Daten angeguckt haben, das ist eine Geschichte, da könnte man mal versuchen, irgendwie einen Transporter oder einen Kleinbus auf die Beine zu stellen, wo dann irgendwie so 10 Personen mitfahren. Ich habe dann immer gesagt, vorsichtig, wenn du da 10, 15 Mann zusammenkriegst, dann kannst du froh sein. Ein Bus mit 45 positiv Verrückten. Und es hat dann irgendwie keine 2 Wochen gedauert, dann waren 40 Plätze für diese Tour gebucht. Und damit war das dann auch ein großer Reisebus. Einfach die Tatsache, dass wir irgendwo spielen und uns Leute in einem Reisebus hinterherfahren, ist auch schon beängstigend. Tja, es war eine Riesengeschichte. Und schön. Schön beängstigend. Eine besonders lustige Anekdote, die mir immer wieder einfällt, ist, dass wir in diese Halle reinkamen. Es war eine große Bühne aufgebaut, es war alles sehr professionell. Wir hatten sofort ein super Feeling in der Halle. Und dann hat irgendeiner angefangen, das Trussing hochzuziehen mit so einem Motorlift. Und das Geräusch, was da dann passiert ist, das werde ich echt nie vergessen. Landschaftlich, also in so bergigen Gebieten, bin ich für meinen Teil noch nicht gewesen. Da oben ist Schnee. Nee. Was ist da oben? Schnee. Ich will Schnee fahren. Ich glaube, das kriegt man nicht allzu oft zu sehen. Vor allen Dingen hat sich da, glaube ich, irgendwie sowas wie ein Fanclub um uns herum gebildet. Fanclub. Beängstigend. Die haben sich spontan gesagt, komm, wir sind jetzt hier alle mit dem gleichen Ziel hingefahren. Wir haben alle irgendwie das gleiche Hobby. 45 nachher komplett rot gekleidete Vollwahnsinnige. Und lass uns zusammen heute Abend den Fanclub hier gründen. Die komplett abgefeiert haben und den Abend einfach total abgerundet haben. Und zwar wurden auf einmal rote T-Shirts auf die Bühne geschmissen. Und die haben wir natürlich dann zur Zugabe angezogen. In der Schweiz war mit Sicherheit der beeindruckendste Moment, als wir am Tag nach dem Konzert morgens uns nochmal am Hotel getroffen haben und sich dann alle nochmal in so einer Reihe aufgestellt hatten und wir dann an den Fans vorbeigelaufen sind, alle die nochmal abgeklatscht haben und es war einfach eine unheimlich positive Stimmung. Hier bei den kleineren dann. Die Interaktion mit den Bounce-Fans ist halt wie das Untereinander in der Band, sag ich mal, auch so eine echt spezielle Sache. Also das habe ich so auch noch nicht bei anderen Bands erlebt und ich glaube, das gibt es auch gar nicht so oft, dass das auf so einem persönlichen und lockeren Level passiert und dass da halt auch Leute sind in Fankreisen, die sich so engagieren. Also einerseits durch Anwesenheit, also durch Fahrten quer durch die Republik jedes Wochenende und andererseits durch so Special-Aktionen, diverse Geburtstagsgeschenke oder die Bounce-Zeig-Flagge-Aktion jetzt zur Bon Jovi-Tour in Deutschland oder aber auch einfach so ein Quatsch wie letztens auf Facebook mal eben Bounce in Playmobil nachzustellen. Also oder so eine Miniaturbühne aus Holz zu erstellen. Das sind einfach so Sachen. Das ist schon echt was Besonderes. Der Jojo, der haut Sprüche raus, mit denen keiner rechnet. Wirklich sein trockener Humor. Die Frage ist, werde ich irgendwann aufhören zu existieren, weil ich mich selber filme, wie ich mich filme. Wie ich mich filme, wie ich mich filme, wie ich mich filme. Immer einen ganz dezenten, aber treffenden Humor. Wie ich mich filme, wie ich mich filme, wie ich mich filme, wie ich mich filme. Johannes ist immer dann witzig, wenn man am wenigsten damit rechnet.
Dann haut er einen raus. Also hier arbeitet eigentlich Tom. Er verbringt den ganzen Tag in einer der Kisten und Holger muss ihn suchen. Ich liebe diesen Scheiß. Ja, schön ist für uns einfach zu sehen, dass die Leute unheimlich gute Zeit miteinander haben, dass da einfach eine Community entstanden ist mit ganz tollen, warmherzigen, lieben Freunden, muss man mittlerweile sagen. Also ich scheue mich da auch selber, Fanclub zu sagen, das sind einfach Freunde von uns. Teilweise sind wir selber überrascht, in welchen Locations die Leute dann doch wieder auftauchen, hunderte von Kilometern von zu Hause entfernt. Wahrscheinlich ist das sogar die größte Leistung von Bounce in den ganzen 10 Jahren, dass man es geschafft hat, die Leute auf so eine Art an sich zu binden. Besonders lustig an Olaf Quick ist dieses Wissen, das da drin steckt, auf das man jederzeit zugreifen kann. 1989 gab es die erste Popcom in Düsseldorf und zack, weiß heute keiner mehr, außer ich vielleicht. Quickipedia. Und weil die dann nach Köln abgewandert ist und da plötzlich riesengroß wurde, haben sie überlegt, jetzt machen wir in Düsseldorf wieder was Neues. Und das startet am 16. in Düsseldorf und zack. Olaf Quick ist mit Abstand der ehrgeizigste Drummer, mit dem ich je zusammen Musik gemacht habe. Das ist schon echt beeindruckend. Das war richtig. Ein Perfektionist. So, ich sag jetzt nichts zu Eden Koben, weil das können dann die anderen Fraggles noch machen. Also ein ganz besonderer Auftritt für Bounce war mit Sicherheit Eden Koben. Friedensdenkmal. Und Friedensdenkmal, Alter. Und dann kamen wir da an und man steht also auf so einem Plateau mitten im Pfälzer Wald, guckt da im Prinzip runter auf eine Talebene, sieht weit im Hintergrund den Odenwald. Also es war nicht so scheiße. Ist ein Auftritt, den werde ich so schnell nicht vergessen, wahrscheinlich niemals vergessen. Das ist so ein Ding, das erzählt man später dann wahrscheinlich wirklich seinen Enkeln. Der wahrscheinlich aufwendigsten Pyrotechnik, die wir je erlebt haben. Allerdings kamen die Pyrotechniker mir eher so vor wie so Hobby-Pyromanen. Ganz weit vorne mit dabei. Das sah alles so zusammengebastelt aus. Endlose Mengen von Kabeln. Ich dachte, am Schluss gibt es einen Puff. Absolut überwältigend, was da an Feuerwerk abging. Und ein paar kümmerliche Reste, irgendwas fliegt da durch die Gegend. Auch die Hitze auf der Bühne war unbeschreiblich. Erstaunlich. Also was wir regelmäßig hier erleben dürfen, das ist mit Geld nicht zu bezahlen, glaube ich. Bell, legt der Brötchen. Oh. Oh. Entschuldigung. Das soll aussehen wie Wasser, aber wir trinken kein Wasser. Ist es reicht. Sehr wohl, Sire. So, tschüss, auf Wiedersehen, ich komme jetzt raus. Ja,